Ja, ich glaube eher, dass der Ausgangspunkt und der Ort der spirituellen Erfahrung der Erfahrende selbst ist. Ich glaube, wenn ich die Bereitschaft habe oder wenn eine Disposition gegeben ist zur spirituellen Erfahrung, dann kann sie von sehr vielem getragen und ausgelöst sein. Und das muss kein Kunstwerk sein. Denken Sie an den berühmtesten Fall der Moderne, die Madeleine bei Marcel Proust, also wo einfach ein ganz banaler, millionenfach hergestellter Keks der Auslöser dafür wird, dass jemand sein ganzes Leben und eigentlich die ganze Welt noch einmal neu erfährt, dass alles wieder in die Erinnerung hochkommt und in einer verklärten, einer verdichteten Weise sich darstellt. Das ist kein Kunstwerk gewesen, der Auslöser. Oder denken Sie an viele andere starke Erfahrungen, die gerade in der Literatur oder in der Philosophie in der Moderne immer wieder geschildert werden. Denken Sie an bei Sartre, L'Annoncé, Der Ekel, sein Roman, wo es eine Baumwurzel ist, die sonst zu so einer Art von negativen Transzendenzerlebnis führt und zu der Einsicht führt, dass eigentlich alles sinnlos ist. Also es sind eben gerade immer wieder auch dezidiert nicht Kunstwerke, sondern ganz profane Gegenstände, die spirituelle, transzendente Erlebnisse, Erleuchtungssituationen ermöglicht haben. Und insofern glaube ich eben, es liegt eher an der Disposition dessen, der diese Erfahrung macht, als an ganz bestimmten Eigenschaften des jeweiligen Objekts, was diese Erfahrung auslöst. Insofern kann es natürlich auch mal ein Kunstwerk sein, genauso wie der Keks oder die Baumwurzel.